Was also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Assassin's Creed Revelations. In den letzten beiden Parts, also Part 42 und 43, haben wir mehr über Desmond rausgefunden und seine Datenfragmentabschnitte gemacht. Wir brauchen noch ein weiteres, um das vorletzte davon freizuschalten. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder zu unserem Ezio. Desmond haben wir erstmal gespielt und wir können nichts mehr mit ihm machen, das ist einfach die Tatsache. Ladebildschirm zeige ich absichtlich. Vielleicht finden wir ja sogar in dieser Folge, das wäre geil, in eben dieser Folge das 20. Datenfragment. Ich weiß nicht, ich bin bei 18 oder bei 19, aber 4 fehlt da nicht mehr. Dann brauche ich noch möglichst natürlich viele Fragmente, weil bei 30 von 100 schalte ich die letzte Erinnerung von Desmond frei, die ich im Let's Play unbedingt noch zeigen muss, bevor das Spiel endet. Also, das sollte ein Ziel sein, was wir unbedingt erreichen müssen. Schätze ich mal. Da sind wir also wieder. Eliminieren Sie den feigen Hauptmann der Templer... Ach, ja, kein Interesse, tut mir leid. Ich wollte mich ja ein bisschen weg von Nemissionen halten, weil dieses Spiel bisher so lange andauerte. Also will ich mich doch erstmal an die Story halten, damit ich auch vielleicht noch irgendeinen anderen Let's Play-Teil anfangen kann von Assassin's Creed oder diesen Platz für Assassin's Creed 3 für den Februar 2013 freihalten kann, was ja nun nur noch weniger als ein halbes Jahr ist und... Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hochlade, wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger. Weil ihr kennt das ja. Vor allem in Assassin's Creed Revelations und Gothic 2 hink ich sehr hinterher. Ich lade zum Zeitpunkt, heute ist der 10. September, zu diesem Zeitpunkt lade ich Gothic 2 Folgen hoch. Die sind aufgenommen worden, Dezember 2011. Beinhalteten noch Aufnahmen... Oh. Wieso mich so ein... wieso mocken die plötzlich so auf hier? Der kann noch gar nichts. So. Und? Bam. So, ne Scheiße. Ja, da hatte ich noch mein Headset-Mikro und nichts anderes und deswegen, naja, Qualität eben nicht so gut, auch wenn diese Sachen jetzt im September kamen. Naja. Lohnt sich nicht mehr so ganz, seitdem da weniger Geld drin ist und immer mehr von diesen Materialien, die ich sowieso schon voll habe. Einen Schmied, den können wir mal aussuchen, da guckt euch mal unsere Rüstung an. Das machen wir doch glatt erstmal. Hä? Natürlich ist der Schmied zu. Ja, machen wir sofort. Mehr Schmiede kann nicht schaden. Ich habe bisher, glaube ich, nur ein, zwei Stück im ganzen Spiel. Das ist doch ein bisschen wenig. Und unser Einkommen hat sich gesteigert. Wir müssen noch eine Bank aufsuchen. Die finden wir gleich hinter diesem Haus. 3 von 15 Schmieden. Ja, hatten wir nur 2 andere. Wie gesagt. Reparieren, alles reparieren. Kostet einiges, denke ich mal. So, Rüstung. Ja, kaufe ich sofort. Und hierfür haben wir schon zu wenig. 6.000 haben wir, 7.000 brauchen wir. Also würde ich mal sagen, besuchen wir erstmal die Bank und haben wieder ein bisschen mehr Leben. Kann uns nur helfen gegen diese ganzen Pistolenschwinger. Na gut. Hoch, hoch, hoch. Wirklich, falls ihr Shadow 1305 kennt, früher unter dem Namen Shadow Soul 1305 bekannt, dann könnt ihr ihm einen, dann könnt ihr ihn wirklich mal einen Besuch abstatten, weil er hat mir Motivation gegeben, dieses Projekt hier ein bisschen weiterzuspielen, ein bisschen in den Laden in die Sache reinzubringen. Das hat man in den letzten Aufnahmen, glaube ich, gemerkt, weil die vorigen Folgen fand ich irgendwie so ein bisschen langweilig im Let's Play-Style. Das ändere ich einfach mal. Okay, 1080, die habe ich zum Glück noch. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Okay, das sollte die zweite oder dritte Bank auch sein. Ja. 2000 pro Minute und ich habe eine Menge Minuten hinter mir. 3, Tatsache. Danke. Gucken wir mal. Ich glaube, es gibt ein Maximaleinkommen. 12.500. Buchführung, da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Oder kann man da was bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ja, dann gucken wir doch noch mal rein, ob wir nicht vielleicht ein bisschen was darin investieren. Nee, ich muss hier einzeln zu den Dingern hingehen. Renovierung. Wir haben nur ein Liebesgebäude renoviert. Ansonsten nichts. Ist ein bisschen mager und dürftig.
Aber ich schätze, das sollten wir auch noch irgendwie hinkriegen. Wir brauchen ja auch nicht unbedingt alles mit geldtechnisch. Wir kommen ja über die Runden. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden wir dauerhaft Bomben herstellen. Ja, aber die Materialien könnte man, glaube ich, sogar noch verkaufen. Wieso gehe ich nicht um dieses Gebäude rum, um zum Schmied zu kommen? Nein, ich muss über drüber klettern. Ich bin wirklich ein wahrer Assassine. Mache ich auch im echten Leben immer. Scheiße, ich habe keine Zeit mehr zur Bäckerei zu kommen und um das Gebäude rumzulaufen, den nächsten Block entlang. Ich kletter einfach drüber. Das haben die Ladenbesitzer sowieso immer gerne. Wenn ich über den Getränkemarkt kletter, um dann mal schnell zum nächsten Einzelhändler zu kommen. So. Rüstung. Genau, die Brustplatte wollte ich. Die sollte auch die beste sein. Die gibt am meisten von allen. Dementsprechend auch am teuersten. Waffen. Haben wir hier noch irgendwas? Schwere Waffe. Soll also heißen... Schwere Waffen. Soll also heißen... zwei Hände und so. Schätze ich mal. Huch! Aber ist das nicht das, was ich habe? Wenn es das ist, was ich habe, dann habe ich das so ziemlich schlechteste Schwert aller Zeiten. Und will den Rapier für 23.000. Ich habe 20.000, ja? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Nein, ich habe 4.000. Achtung. Guten Abend. Ich habe in der Tat dieses schwächste Schwert. Es ist kein Wunder, dass ich solche Probleme habe. Ich glaube, das habt ihr auch schon tausendmal in den Kommentaren geschrieben inzwischen. Entschuldigung, dann habe ich es jetzt gemerkt. Dann weiß ich, worauf ich jetzt erstmal zuspare. Noch mehr als auf Rüstung. Dafür kann ich zum Beispiel den hier machen. Und dann kämpfen. Und ein bisschen Geld kriegen. Aktie hieß so die Währung? Ich meine, mich noch zu erinnern, dass die Aktie hieß. Wenn das falsch ist, entschuldige ich mich natürlich auch. War da gerade ein Symbol? Bomben-Typi. Ganz klar. So. Huch. Ich halte hier nur gerade aus schon nach ein paar Fragmenten. Kann man ja immer mal gebrauchen. Vor allen Dingen, weil 1, 2 fehlen nur noch bis Desmonds, bis zu Desmonds vorletzter Erinnerung. Und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, auch wenn ich die sowieso noch nicht sofort machen werde, weil es ist doch besser, sich diese Erinnerung aufzuteilen und dann immer mal so ein bisschen zwischen Ezio und Desmond herzuwechseln. Wenn man gerade die Nase voll vom einen hat oder von irgendwelchen Macken, die da einer hat oder so, eignet sich das ja doch ganz gut. Also ich fand es als empfand es als willkommene Abwechslung nach der Janitscharen und dieser Hauptmann-Mission von den Janitscharen da. Einfach mal ein bisschen Desmond zu spielen. War wirklich eine willkommene Abwechslung. Kann ich euch nur empfehlen, wirklich so eine Abwechslung zu spielen. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass man so und so viele Fragmente braucht, um das zu spielen und nicht sofort alle spielen kann. Das macht es dann auch so ein bisschen, ja, nicht nur eifrig, die Fragmente zu sammeln, jedenfalls die ersten 30 von den 100, weil so viele gibt's und nur 30 braucht man eben. Oh, ich bin total am Ziel vorbeigeschossen. Ich habe gar nicht auf die Karte geachtet, weil ich gelabert habe. Ja, und eben sich Desmond auch wirklich einzuteilen. Weil es ist einfach beruhigend irgendwie. Auch ruhigen Gewissens endlich mal in einem der Assassin's Creed-Teile mal ein bisschen was über ihn zu erfahren. Das gab es dann wirklich noch keinem so richtig. Über ihn und seine Familie. Nun gut. Sophia, darf ich eintreten? Der Ladebalken zeigt mir an, ja. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun,
Ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber einen Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. In Ordnung. Erledigen Sie einen Auftrag für Sophia, während sie nach dem letzten Polo-Buch sucht. Das ist Polo-fantastisch! Na gut, dann machen wir das. Ein paar Aufträge, ein paar Botengänge. Treibt die Story voran. Und das ist auch mal was Nettes. Es ist wie eine Nebenmission, glaube ich, diese hier. Weil so richtig zur Story tut es dann doch nicht so viel. Wir machen was, während sie das Polo-Buch sucht, aber... Ich glaube kaum, dass sie es findet, wenn wir fertig sind. Scheint nicht allzu weit weg zu sein. Ich könnte jetzt schon anklopfen. Also Sophias Tür leuchtet immer noch. Also ich meine, dass ich da noch anklopfen könnte. Mein Bekanntheitsgrad muss sinken, denke ich in dem Moment, sage ich sogar in dem Moment, in dem ich schon wieder gleich das nächste Objekt niederreiße. Ich bin so ein Vorzeige-Assassine. Ich bin wie der junge Ezio, der immer noch nur Flausen im Kopf hatte. Naja, ist der hier denn jetzt so viel anders? Eigentlich ja schon. Man kann schon eine charakterliche Weiterentwicklung von Ezio, vor allen Dingen von Brotherhood zu Revelations, feststellen, weil ihn das Alter definitiv hat weiser werden lassen. Also ich glaube, in seinem Fall kann man diesen Spruch demnach sofort bringen. Seiya! Das hat sehr viel gebracht. Klopf, klopf. Das sollten sie auch. Verliert ihn nicht! Ich könnte schwören, er war hier. Okay. Yay! Warte mal. Ich habe überhaupt keine Medizin. Ich glaube, dafür werdet ihr sorgen. Darf ich mal? Assassinen-Pfeilhagel. Ihr gebt mir doch sicher ein bisschen Medizin. Ihr seid doch so... Ja, Medizin mal zwei. Geil, Wurfmesser. Alter! Hatte der eine so viel dabei? Geiler Mist. Das muss man ja mal sagen. Hör auf! Hätten sie das anders gemacht? Also bitte. Ich bin mir nicht so sicher, was diese Frage angeht. Man kann natürlich ein Nein vielleicht erwarten, aber ist das denn die Wahrheit? Hui! So. Okay. Weiter geht's. Einfach die Hakenklinge mal benutzen, um sich irgendwo festzuhaken. Dafür ist sie da. Warum springt er aufs Dach? Ey. Überraschung? Ich glaube, ihm hat's gefallen. Ein Zeuge. Nein. Yay! Hi. Ein bisschen Kampf muss jetzt einfach sein. Okay. So, wir machen auf jeden Fall... Au. Au. Yanni-chan, natürlich. Ups. Danke, Kumpel. Sehr hilfreich. Fletsch, Fletsch und Fletsch. So, ich glaube, die können wir dann auch noch ausnehmen. Bevor die Medizin voll wird, nehmen wir lieber nochmal eine ein. Daruda-Pulver, oder wie war das? So. Wir nehmen jetzt auch schon eine ganze Weile auf und ich habe mich noch nicht um diese Mission gekümmert. Ach, die arme Seele hat auch nicht in Ruhe gelassen. Also ist sie schon mal keine arme Seele. Das heißt, ich weiß nicht, wen du meinst, wen ich in Ruhe lassen soll. Tut mir leid, ich kann mir Argumente zurechtlegen, um eure niederzustreiten. Wenn, dann bin ich eine arme Seele. Also nicht ich, sondern Ezio. Weil er wird einfach so angegriffen, nur weil er ein Assassine ist. Also bitte. Er macht nur seinen Job. Gewissenhaft nebenbei.
Er riskiert sein Leben Tag für Tag. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. Eine Stunde. Zwei höchstens. Was? Ich warte doch nicht eine Stunde. Als Assassine warte ich jetzt mitten auf der Straße. Ich komme mit dir mit, Mann. Wenn du deinen Verkaufsstand sowieso allein lässt? Warum soll er mich denn nicht sehen? Kann ich ihm nicht einfach sagen, dass ich mitkomme? Hey, macht euch das Spaß? Hinfort mit euch! Ich verstehe diese Mission nicht. Wieso ist das so ein Problem, dass ich mitkomme? Hat er ein geheimes Lager, was niemand sehen darf? Oder plant er einen Hinterhalt? Letzteres ergäbe Sinn, aber dann wüsste Ezio doch nicht, dass er nicht nahe kommen darf. Suspekt, suspekt. Ich verstehe die Denkweise nicht ganz. Ich schätze mal, dann benutzen wir die Leiter. Ich weiß. Ein Datenfragment. Ein Glück, dass ich hier hingekommen bin. 20. Das ist die vorletzte Erinnerung. Danke dir, Blumenmann. Alter, ist er weit gekommen. Darf ich mal? Zum Glück ist der Typ weg von wegen. Hey, ihr dürft hier nicht hoch. Ah. Super. Super, super. Jetzt brauchen wir nur noch 10 Stück. Dann haben wir das letzte Datenfragment, also die letzte Erinnerung frei. Ach, die wollen wir möglichst auch noch sammeln. Dann weiß ich ja, dass ich jederzeit schon mal Edess mitmachen kann. Und ich glaube, frühestens nach dem nächsten Schlüssel, nach dem vorletzten Schlüssel machen wir das. Ich habe jetzt nämlich 2 Schlüssel lang gar nichts gemacht, deswegen habe ich 2-mal hintereinander Desmond gemacht, aber so heilt sich das, glaube ich, ganz gut in der Waage. Hm. Ja, wartet. Hui. Oh, oh. Entfernung vom Ziel verringern. Jep. Ich habe es versucht, aber ich bin leider in ziemlich böse Typen reingerannt. Also das Datenfragment habe ich sicher. So viel steht fest. Vielleicht war da zwischendurch ein Kontrollpunkt, wo wir dann gleich hier weitermachen können. Ich weiß es nicht. Ich jedenfalls habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Selbst wenn der Part eine Überlänge machen kann, ist ja gut. Nee, ich bin wieder hier. Aber das Fragment ist gesammelt. Immerhin das. Das wie die Federn. Das speichert sich automatisch. Federn und Flaggen. Kennt man ja. Assassin's Creed 1 und 2. Ich weiß nicht, ob es im Brotherhood auch sowas gab. Kann ich mich jetzt nicht entsinnen. Ich sehe ihn doch. Danke. Manchmal hat die Kamera so ein bisschen Probleme, das zu registrieren, dass ich ihn ja doch sehe. Ich folge dir. Ich bin ein Schatten. Dein leiser Schatten, der dich beschattet. Dementsprechend, daher kommt das Wort wahrscheinlich dann auch. Verfolger. Ich muss erstmal die Wache da loswerden, deswegen. Ups. Schneller. Renn schneller. Jop. Schneller. Warum aber? Was? Wovon? Hä? War die Wache etwa hinter mir hergekommen? Ich hab's nicht gesehen. Das bedeutet nochmal von vorn. Ich mag solche Missionen wirklich absolut nicht, wenn die gleich so zur Synchronisation führen. Ich habe schon mehrere Male Probleme mit solchen Missionen gehabt. Das habe ich euch ja auch schon gesagt. Nun gut. Ups, warte. Wenn er mich hier sieht, kann er nicht Verdacht schöpfen. Ich meine, ich sollte hier ja warten. Hä? So, danke. Selten, dass er die Hakenklinge nicht automatisch rausholt. Muss ich es halt manuell machen. So. Er ist alt. Er darf das. So, wir machen dann auch gleich den hier. Da oben ist eine Wache. Das wissen wir ja schon mal. Wo genau eigentlich? Die wird dafür ja gesorgt haben, dass ich hier entdeckt wurde.
Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Naja, das trifft auf Ezio halt nicht zu. Er kann sich's auch nicht leisten, ruhig zu sein. Oder zu werden. Scheiße. Ich weiß auf jeden Fall, wo das jetzt herkam. Die verfolgen mich doch nicht etwa, oder? Ups. So. Es muss auch eine Kraft sein, sich an so einem einzelnen Haken sofort so hochzuziehen. Guck dich nicht um. Nach einem Schatten guckt man sich nicht um. Der ist nämlich immer unter einem. Was für ein Aufschneider. Ja, ne? Ich bin doch gerne ein Abschneider. Müsste ich nicht so eigentlich aus der Sicht geraten? So bin ich doch versteckt. Weiß nicht, ob das so logisch ist. Kann ich das so machen? Wie pflück ich die? Hier? Irgendwie so? Oder wie? Ach, hier. In den Büschen. So. Nur für so eine Klinge im Arm alles gut ist, hä? Aber ich glaube, das hättest du auch so geschafft. So. So. Jetzt verstehe ich auch die Mission. Wir warten nicht. Erstens mal hat das keine ein, zwei Stunden gedauert. Und zweitens mal kriegen wir die Dinger sogar umsonst. Gut. Schön. Kavalier! Ezio der Name. So, und zurück zu Sophia. Siehst du, sind wir sogar noch kostenlos weggekommen. Ich zerstöre jetzt die Blumen! Ich trampel drauf rum, ich trampel drauf rum. Kein anderer darf diese weißen Tulpen haben. Ah. Ich weiß nicht, wie nah ich am Mikro war. Es hörte sich jedenfalls in meiner Zweitstimme, die ich hier die ganze Zeit von mir selbst im Ohr habe, nicht so schlimm an. Was ist das für ein Symbol? Da ist ein Symbol. Wartet mal. Das will ich mir ansehen. Das... Ein Datenfragment? Wird mir ein Datenfragment auf der Karte angezeigt? Wenn ja, dann muss ich aber wirklich sagen, ist das ein bisschen leicht gemacht. Weil der Spaß in Assassin's Creed 1 und 2 bei den Federn und den Fahnen war doch überhaupt das ganze Zeug erstmal zu finden. Es war witzlos, sich ein Lösungsbuch für so eine Sache zu kaufen und danach abzuklappern. Oder sonst nein! Ezio, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Na toll, das war jetzt aber was. Erstmal hoch. Was soll's? Klettern wir mal hier hoch. Mal gucken, wie hoch wir hier kommen. Ich kann nur denselben Weg gehen. Geht nicht anders. Na gut, hier links lang und dann so hoch. Na, kommen wir doch ein bisschen weiter. Warte. Hier haben wir die Lösung für unser Debakel des Vorankommens. So. Lösung. Ahoi. Ah, nein. Von der anderen Seite irgendwie. Genau. Hier. So. Ich schätze mal, dass hier dein Datenfragment ist. Was sonst soll dieses Symbol bedeuten? Das muss dann ganz da... Ja, Tatsache. Sie werden mir auf der Karte angezeigt. Das ist nicht gut. Hilft mir zwar beim Suchen und ich habe gerade fast was Dummes gemacht. Hilft mir zwar beim Suchen, aber der Witz geht dran verloren. Das zu finden dann. Wir brauchen nur noch 9. Ich kann mich nicht so recht drüber freuen. Es war ein Highlight, sie einfach zu finden. Und dementsprechend dann nicht einfach hier so... ich habe den auf der Karte gesehen und habe den gefunden, sondern ich habe den mit meinen eigenen Augen erblickt. Irgendwo... Soll ich etwa weniger Gebiete synchronisieren, damit die mir nicht auf den Gebieten angezeigt werden? Warum wurde mir die überhaupt angezeigt? Wurden die anderen auch angezeigt? Ich war blind. Sind die alle auf der Karte markiert? Ist das jetzt wirklich so? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Was der Spaß daran ist, einfach mal die Dinge auf der Karte zu finden. Wie einen das freut und so weiter.
Die werden auch vielleicht auch nur angezeigt, wenn man in der Nähe ist. Aber das ist schon schlimm genug. Das will ich auch nicht. Das siehst du, hier können wir. Tschüssi. Gewagt, gewagt. Aber es klappt ja. So. Weiter geht's. Natürlich hält ein Rosenbusch natürlich auch genauso wie ein Heuhaufen deinen Fall so auf, dass du nicht, keine Ahnung, auf den Boden krachst oder durch den Karren durch auf den Boden oder ein neues Loch in den Boden reißt. Gleich noch bis nach China, klar. Hm, nein. Was mache ich hier? Ich bin noch bloß da hoch. Natürlich, aus dem Zirkel. Was für ein Aufschneider. Gleich bin ich ein Abschneider und zwar von deinem Hals, wenn du nicht aufhörst, hier zu labern. Denken sich viele Leute bei meinen Let's Plays vielleicht. Naja. Was treibt dein Mann dazu, sich so? Jetzt bin ich wieder hier drin. So. Entschuldigung, tut mir leid, beim nächsten mache ich es dann halt so. So. Das Problem ist, dass mir Füße so abnormal gefallen. Lecker. Was haben die da verbrannt? Oder ist das einfach nur dumm? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier sind ja nicht mal Tiere. Überhaupt. Mir fehlt ein wichtiges Element von Assassin's Creed. Zwei Stück, die wenigstens in der Stadt Rom in Brotherhood vorhanden waren. Und ich glaube, ihr könnt mir soweit folgen. Nämlich eine offene Landschaft, wo man nicht nur in der Stadt ist und dazugehörige Pferde. Ich fühle mich hier ja doch ein bisschen eingeschränkt und ich bin seit dem Anfang des Spiels kein einziges Mal geritten, wenn ich mich nicht irre. Das fehlt mir. Das fehlt mir wirklich. Auch durch die Stadt reiten, das war in Brotherhood doch alles möglich. Habe ich hier jemals einen Stall gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, die Szene habe ich in einem Review gesehen. Was ist das? Ein Geschenk, bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Vor Stunden? Wie lange war ich weg? Waren das nicht nur 20 Minuten Aufnahme? 1000! Danke! Die Bank gibt sicher auch einiges her. Hm. Wir können jetzt zweierlei machen, aber... Nein, jetzt. Entschuldigung, das ist falsch formuliert. Im nächsten Part können wir zweierlei machen. Was ist es, entscheide ich dann. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Es war sogar eine halbe Stunde Aufnahme. Okay, guter langer Part. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Draglinus over and out.